Ey, was geht? Schön, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir gucken zurück auf das Wildcard-Wochenende und natürlich auf das College Football Playoff Finale. Wildcard-Wochenende. Ich habe natürlich wieder meine ganz normalen Tipps abgegeben und ich bin 2 und 2. Am Samstag waren beide meine Tipps falsch, am Sonntag waren dafür beide richtig. Am Samstag das allererste Playoff-Spiel dieses Jahr. Die Tennessee Titans haben gespielt bei den Kansas City Chiefs. Und haben es geschafft, nachdem sie 21-3 zurücklagen, noch zurückzukommen und 22-21 zu gewinnen. Ich habe mehrere Sachen zu sagen zu dem Spiel. Das war das erste, was ich geguckt habe und ich war extremst enttäuscht von den Chiefs. Ganz am Anfang sah es wirklich danach aus, als hätten die Titans keine Chance, hätten dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. Die Titans Offense hat absolut nicht funktioniert, die Chiefs Offense hat super funktioniert. Und dann hat sich Travis Kelce verletzt. Und das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt im Spiel. Danach hat die Tennessee Titans Offense alle anderen Spieler super im Griff gehabt und der Ersatz-Titan hat einfach gameplanmäßig nicht das machen können, was Kelce machen kann. Das kann auch in der Liga vermutlich nur ein anderer Titan und das ist Gronk und selbst der nicht mal unbedingt. Kareem Hunt war absolut kein Faktor. Tyreek Hill hat mehrere Drops gehabt, die er an einem normalen Tag vermutlich nicht hat. Also der hat einen extrem schlechten Tag erwischt. Alex Smith war gut, der war sehr gut. Die Line war okay, sag ich mal. Aber die Titans-Defense hat sich dann zum Schluss natürlich in so einen Rausch gespielt und man hat an der ganzen Stimmung im Stadion gemerkt, die Fans haben jetzt Angst langsam. Die wissen, wir haben so und so viele Heimspiele in den Playoffs verloren, das ist schon Rekord, wir könnten jetzt noch eins verlieren, dann wäre der Rekord nochmal ausgebaut. Das wollten die nicht. Je näher die Titans rangekommen sind, umso mehr Angst hatten die Chiefs auch, Spieler vermutlich weniger als Fans. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe wieder 2 Minuten, glaube ich, von RAN Sport mitgekriegt, wie die berichtet haben, wo, ich kann mir die Namen nicht merken, der Kommentatoren, wo einer dann meinte, ja, Marcus Mariota hat perfekt gespielt in dem Spiel. Nein, das, also, wenn ihr sowas hört, links rein, rechts raus bitte, das stimmt wirklich absolut nicht. Das, wo er den Pick geworfen hat, das Konzept war schlecht, es war nicht gut ausgeklärt, also der Receiver, der außen gelaufen ist, der eigentlich die Coverage wegnehmen sollte, damit die Cornerroute offen ist, der hat einfach die Route nicht, der ist die nicht klar genug gelaufen. Marcus Peters hat nie geglaubt, dass der wirklich eine Gefahr ist, dass der wirklich den Pass kriegt, ist von seiner Route weggegangen, von dem, den er eigentlich hätte decken sollen, Pick, ganz einfach. Aber, das muss Mariota sehen, den Ball darf er niemals werfen, das ist ein bisschen wenig Erfahrung, die er da gezeigt hat und sowas darf in der NFL eigentlich wirklich nicht passieren. Wurde ja auch bestraft. Das Letzte, was ich noch sagen muss zu dem Spiel, die Referees, die Schiedsrichter waren furchtbar. Haben auch tatsächlich alle gesagt, haben Analysten gesagt. Der Chef der Schiedsrichter selber hat gesagt, es war ein peinlicher Einstieg. Der Regelexperte von Fox hat gesagt, unglaublich schlecht geleitet dieses Spiel. Und da ging es gar nicht mal um besonders viele Fehlentscheidungen. Zu einer ganz wichtigen komme ich gleich noch. Aber so einfache Sachen wie den Ball 2 Yards zu weit hinten gespottet. Wo dann die Challenge kommt und man muss dann zugeben quasi, oh Mist, wir haben uns um 2 Yards vertan. Und 2 Yards sind viel. Das sind wichtig. Überlegt euch mal, in wie vielen Situationen es wirklich auf 1, 2 oder noch weniger Yards ankommt. Und dann darf einem sowas einfach wirklich nicht passieren. Gerade nicht auf dem Level, gerade nicht in den Playoffs. Und jetzt zu der einen Entscheidung, die tatsächlich eventuell das Spiel entschieden hat. Man kann sowas immer nicht so einfach ausrechnen, sagen, ja, durch die Entscheidung haben sie 3 Punkte gekriegt und mit 3 Punkten weniger hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Dann wäre alles anders gelaufen, dann wären andere Entscheidungen getroffen worden und sowas. Also so einfach kann man das nicht sagen. Aber die Entscheidung, die ich meine, war kurz vor der Hälfte. Marcus Mariota kriegt einen ganz, ganz üblen Hit und verliert den Ball beim Hit. Das ist das Bilderbuchbeispiel eines Fumbles. Und die Chiefs heben ihn auf. Und die Referees rund um Jeff Triplett, der jetzt mal nebenbei gesagt übrigens auch zurückgetreten ist nach dem Spiel, hatte er wohl angeblich vorher schon geplant, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so der beste Ausstieg war, haben dann auf jeden Fall beschlossen, dass es kein Fumble ist, weil der Forward Progress, also quasi die Vorwärtsbewegung war gestoppt. Und das ist einfach kompletter Bullshit bei einem Hit. Da ist logisch, dass danach keine Vorwärtsbewegung mehr kommt, aber so schnell kannst du einen Spielzug nicht abpfeifen. Es war ja nicht... Er wurde getroffen, ist dann zurückgetaumelt und hat dann den Ball verloren. Er wurde getroffen und hat deswegen den Ball verloren. Das war ein glasklarer Fumble, sowas darf nicht passieren. Und als Chiefs-Fan wäre ich da extremst wütend, denn dadurch, dass sie den Ball dort nicht verloren haben, konnten sie vor der Hälfte noch ein Field Goal schießen. 3 Punkte weniger wäre das Ganze 19-21 ausgegangen, Chiefs hätten gewonnen. Aber wie am Anfang gesagt, man kann es nicht so einfach übertragen. Ist nun ein dicker Fehler, auf den ich nochmal hinweisen wollte. Nächstes Spiel, Falcons, Rams, NFC, 26-13 haben die Falcons gewonnen.
Zu dem Spiel gibt es nicht so viel zu sagen. Falcons sehen richtig gut aus, gerade Defense. Das, was ich vorher angesagt hatte, eine extrem schnelle Defense. Und die war zu schnell für die Rams, die gerne viel über Außen spielen. Das kann man gegen langsame Defense machen, die mehr so in der Box verteidigt. Aber gegen eine Defense, die von Seitenlinie zu Seitenlinie so schnell ist wie die Falcons, funktioniert das Ganze nicht. Und da ist meiner Meinung nach gameplanmäßig sich zu wenig drauf eingestellt worden auf offensiver Seite der Rams. 13 Punkte von einer der besten Offensiven der gesamten regulären Saison sind zu wenig. Starke Leistung der Falcons, 26 zu machen, sind dann natürlich. Ist nochmal eine stärkere Leistung. Wenn die Falcons so wieder spielen können gegen die Eagles, habe ich wenig Hoffnung für Nick Foles. Bills gegen Jaguars ist 3 zu 10 ausgegangen. Das ist das erste Mal seit, ich habe die Jahreszahl leider vergessen, ich glaube 61, dass ein Spiel 3 zu 10 ausgeht in den Playoffs, ist wirklich extrem low scoring. Wenn ihr mal überlegt, man hat 2 Field Goals, einen Touchdown, mehr nicht in dem ganzen Spiel. Der Touchdown noch dazu kam beim 4. Versuch, also nochmal ein bisschen Eier bewiesen, fand ich sehr gut in dem Moment, weil selbst wenn man es nicht hinkriegt, hat man die Gegner innerhalb der 2 und mit der Defense der Jaguars ist da immer eine Safety-Gefahr. Deswegen fand ich die Entscheidung auf jeden Fall sehr klug. Generell, der ganze Gameplan von den Jacksonville Jaguars hat mir gefallen. Offensiv keine Fehler machen, man weiß, die Bills-Offense ist nicht gut genug für die eigene Defense, ist perfekt aufgegangen. An der Stelle nochmal gute Besserung an Tyrod Taylor, der Hit sah richtig böse aus, den er gekriegt hat, warum er dann raus ist. Und Nathan Peterman, absolute Legende. Im letzten Drive, wo man quasi einen Touchdown erzielen musste, um überhaupt in die Overtime zu kommen, hat Tyrod Taylor sich ja verletzt und Rookie-Quarterback Nathan Peterman kam rein, der schon mal das eine Spiel mit den 5 Interceptions hatte gegen die Chargers. Und er hat wieder bewiesen, dass er eine absolute Legende ist, jetzt schon. Denn er hatte genau 4 Snaps, hat dabei geschafft, eine Interception zu werfen, die das Spiel dann beendet hat, zu Jalen Ramsey übrigens, ein Intentional Grounding zu kriegen, einen Fumble zu haben und einen Snap nicht richtig reinzubringen. Und das Ganze bei 4 totalen Snaps, also absolute Legende, der Kerl. Panthers, Saints, 26-31. Die Saints haben es tatsächlich geschafft, 3-mal in einer Saison gegen die Panthers zu gewinnen und das ist extrem schlecht. Normalerweise wäre es jetzt typisch gewesen, wenn die Panthers gewonnen hätten und man sagt, ja, aber die Saints haben doch die ersten beiden Spiele gewonnen. Wäre egal gewesen, die Playoffs sind das, wo es zählt. Saints sahen sehr gut aus und das, obwohl die Rushing Attack überhaupt nicht funktioniert hat. Vielleicht auch gerade deswegen. Sie haben quasi gezeigt, selbst wenn ihr uns die Running Backs wegnimmt, wir die schlecht wenig benutzen können, wir können trotzdem das Spiel gewinnen. Auch da gute Besserung an Cam Newton. Die Panthers werden definitiv eine Strafe bezahlen müssen, denn der hatte glasklar eine Gehirnerschütterung, ist rausgegangen, ist wieder reingekommen. Das geht nicht und das ist tatsächlich ein bisschen peinlich für die NFL. Weil das Hauptkriterium der NFL dieser Saison auf dem Spielerschutz lag und gerade auf diesen Kopfverletzungen, die ja jetzt zurzeit rauskommen. Das heißt, wenn man eine Gehirnerschütterung hat, kommt man nicht wieder rein. In einem Playoff-Spiel, wo quasi nur ein Spiel läuft, wo die ganze Footballwelt sich ein Spiel anguckt, jeder sieht, er kommt einfach wieder rein. Das geht nicht. Hat danach zwar noch ganz gut ausgesehen, hat gut gespielt, aber das war 100%ig eine Gehirnerschütterung. Kann mir keiner erzählen, dass da irgendwas anderes passiert ist. Auch wenn er es natürlich ganz gut versucht hat zu überspielen mit seinem Auge da. Also bitte. Und dann zum letzten Spiel. Keine NFL, keine Playoffs, sondern das Finale der College-Football-Saison. Wir hatten Nummer 4 Alabama gegen Nummer 3 Georgia im Falcons-Stadion. Ist buchstäblich vor 2 Stunden zu Ende gegangen, das Spiel. Und Alabama hat gewonnen. 26 zu 23 nach Overtime ging das Spiel aus. Und ich hatte es schon mal gesagt, Overtime-Regeln sind ein bisschen anders. Auch hier, Georgia war ewig weit vorne. Dann zum Schluss stand es 20 zu 20 und es war noch die reguläre Spielzeit. Und Alabama hätte mit einem Field Goal das Spiel schon gewinnen können. Der Kicker hat sein 2. Field Goal in dem Spiel verpasst und dann ging es in die Overtime. Georgia hat ein Field Goal geschossen, nachdem sich Jack Fromm, der Quarterback von Georgia, beim 3. Down noch hat sacken lassen, was extremst unklug ist, weil das dann durch ein sehr langes Field Goal war. 51 Yards für College-Verhältnisse schon sehr lang. Der Kicker hat es trotzdem gemacht und danach war Alabama dran. Und bei Alabama eine ganz interessante Geschichte. Tua Tagovailoa, also ein Quarterback, ein Freshman, der war quasi letztes Jahr noch in der Highschool, erstes Jahr jetzt im College, kam zur Hälfte rein, nachdem der vorherige Quarterback Jalen Hurts mehr Rushing als Passing Yards hatte und das mit dem Passspiel hat wirklich gar nicht funktioniert. Und dann kam Tua Tagovailoa rein und hat wirklich eine super Show geliefert. Der hat ziemlich perfekt gepasst. Einmal hat er eine dumme Entscheidung drin gehabt, war dann auch eine Interception. Und jedenfalls dieser extremst junge, unerfahrene Quarterback in seinem ersten richtigen College-Spiel direkt im Finale, ist unglaublich, hat sich beim ersten Snap von ihrem Ballbesitz in der Overtime sacken lassen. Und zwar ewig weit hinten. Man startet an der 25 und er hat sich an der 41-Yard-Line sacken lassen. Das heißt, es ist außerhalb der Field-Goal-Range. Schon für einen guten College-Kicker. Und ihr College-Kicker hatte schon 2 verhauen.
Das heißt, Georgia war schon ganz aufgeregt und hat gedacht, sie können noch gewinnen. Sie werden ziemlich wahrscheinlich gewinnen. Man darf jetzt bloß Alabama nicht mehr in komfortable Field Goal Reichweite lassen. Denn wenn sie das Field Goal verhauen, weiß man, Georgia hat gewonnen. Und dann 41-Yard-Pass, Touchdown. Da ist the coverage komplett verhauen worden. Ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht ein ganz kleines Taktikvideo mache und euch erkläre, was da passiert ist. Ich würde dann den Clip kurz einspielen und danach analysieren. Das ist dann wirklich auf einem taktischen, ein bisschen höheren Level. Immer noch nicht extremst hoch, aber es wäre ein bisschen anspruchsvoller. Wenn ihr das haben wollt, liked das Video auf jeden Fall. Bei 15 Likes werde ich so oder so rausbringen. Ansonsten lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr sowas haben wollt oder nicht. Ich werde das Video machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht haben, lade ich es halt nicht hoch. Und wenn doch, dann kommt es höchstwahrscheinlich noch nachher. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, Alabama. Ich finde, das stärkste College-Football-Team hat dieses Jahr gewonnen. Ich habe vor der Saison gesagt, Alabama. Ich muss auch jetzt sagen, Alabama war das stärkste Team. Und Alabama hat heute auch verdient gewonnen. Georgia hat da zum Schluss zu viele Fehler gemacht, hat nicht aggressiv genug gespielt, wollte das Ergebnis verwalten. Und das ist immer ein Fehler im College Football und auch generell im American Football. Da kann immer alles passieren. Du musst mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben. Alles klar, das war's für das Rückblickvideo. Lasst mich mal wissen, welche Spiele ihr geguckt habt und wie ihr die ganzen Spiele fandet. Würde mich natürlich auch sehr interessieren, falls manche von euch das College Football Spiel geguckt haben. Auch da lasst mich wissen, für wen wart ihr? Wie fandet ihr das Spiel? Es war auf jeden Fall extrem spannend. Natürlich, ein Finale in Overtime zu entscheiden, ist immer spannend. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr neu seid und in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, stellt einfach sicher, dass ihr abonniert. Freue ich mich immer sehr drüber, wenn ich neue Abonnenten sehe. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Ciao!